So, wir befinden uns in Conakry nach wie vor in einer Anlage, wo wirklich sehr viel Geld investiert worden ist, um Wohlbefinden des Menschen zu ermöglichen. Ich bin durcheinander, weil auch die Hitze so ist. Hier sehen wir gerade das Pool, was uns gehören würde, und Meerblick von Feinsten. Man hat hier nicht mehr als 800-900 Meter zum Meer. Hier in dieser Anlage gibt es so viele soziale Aktivitäten, dass man wirklich um nichts kümmern muss. Es ist wie 5-Sterne-Hotel aufgebaut. Es ist Koch, der Koch, soziale Aktivität vom feinsten, Spa-Bereich, Sauna, Jacuzzi, Dampfbad, alles vorhanden. Man hat sogar in seinem eigenen Apartment ein Jacuzzi, wie ihr seht. Mache ich mal auf. Schaut mal her, es ist einfach Luxus pur, wenn man im Jahr zwei, drei, vier Mal flüchten möchte und nicht ins Hotel. Durch Corona ist es auch besser eigentlich geregelt, nicht im Hotel, sondern in eigenen vier Wänden leben möchte und nicht Gedanken machen muss, ob das eben eingebrochen wird oder das gemacht wird oder dies gemacht wird. Ist hier super aufgehoben. Das ist ein 110 Quadratmeter Apartment, komplett eingerichtet. Allein die Klimaanlage, Freunde, ist eine Zentralklimaanlage, und wenn man die Wände zeigt, indirekte LED-Lichter. Wahnsinn, man merkt Qualität, wunderschön. Schränke, Spülmaschine, Spüle, das ist ein Herd, auch schön. Und weiße Platte habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Das habe ich schon mal gesehen, aber das noch nicht. Mikrowelle dabei, also Kühlschrank ist schon angeschlossen. Das ist dann Wohn- und Essbereich, also Kochbereich. Dann gehen wir zu unserer Dusche. Ja. Das ist Qualität, Freunde. Sowas haut mich jedes Mal um. Allein diese graue Fliese, das ist edel. Ich weiß nicht, warum man nicht überall sowas hat. Kloschüssel, Dusche mit Sitzmöglichkeit. Und wenn man auf den Bus warten möchte, kann man hier besser warten wie Bushaltestelle hier beleuchtet. Ja, also Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Boden ist wunderschön grau, graulich würde ich sagen. Auch das sind mal Türgriffe, Freunde. Ja, es ist alles super durchdacht. Schränke. Es ist wie eine Hotelanlage, 5 Sterne, nur man darf das besitzen. Und hier hat man Durchlauferhitzer vom Weiland. Hier hat man eine Waschmaschine. Oh, Sicherungskasten. Man könnte das auch zudecken bis dahin. Dann sieht man das nicht. Und wir gehen weiter. Also das allein, wenn man hier reinkommt, es ist wie eine Hotelanlage. Hier hat man sogar Rauchmelder. Dann kommen wir Schlafzimmer. Auch hier eingearbeitet. Ich bin mir sicher, dass die Lichter angehen. Ja, also ich könnte den ganzen Tag hier spielen. Ich liebe einfach schöne Sachen. Auch die Fliesen total hell und schön. Und dann kommt man hier rein. Da gehen die Herzen von Frauen auf. Und Freunde, wo habt ihr denn bitte einen offenen Kleiderschrank mit Klimaanlage gesehen? Also die haben an alles gedacht. Ich finde richtig schön. Hier kommen die Uhren oder Gürtel rein, eher Gürtel. 4x25 Gürtel, ja, passt. Und Schiebetür dabei mit Spiegel, habe schon schmutzig gemacht.
So sieht man nicht, dass da hinter ein offener Kleiderschrank sich befindet. Wir haben hier Bodenheizung. Man kann hier Display alles sehen. Also einer der obersten Stufen ist das. Ich glaube, diese Stufe ist überall gleich, ob das London, Paris, München, Berlin sind. Ich war ja in Berlin oft in diesen Fertighäusern drin oder Wohnungen. Die sahen qualitativ ähnlich aus. Und hier würde diese Wohnung mit 110 Quadratmeter, also gibt's nicht hier. Alles ist da. Es ist wie 5-Sterne-Hotel. Wie vorhin gesagt, wenn man ein bisschen isolierter Urlaub machen will, wie in einem Hotel, dann ist man hier gut aufgehoben. Diese Wohnung kostet 260.000 Euro, weil die so viel anbieten und auf einen Berghügel, wo man brutale Meerblick hat. Vielleicht spricht ja den oder den anderen an für Geschäftsreisen oder wenn man jemanden belohnen möchte, der für jemanden arbeitet, kann man immer wieder hier für Urlaube benutzen. Ihr wisst, man fliegt nur 3 Stunden und man ist dann hier, also von Deutschland. Was auch sehr, sehr praktisch ist, wir sind nicht in EU, das ist mittlerweile ein Vorteil, kein Nachteil. Hier hat man kein GEZ, hier hat man viele Sachen nicht. Hundesteuer, also ich habe auch letztens erfahren, wenn man seinen Hund herbringt, verlangt Deutschland sogar noch Hundesteuer, obwohl dieser Hund nicht mehr dort lebt und so weiter. Und GEZ sowieso. Also, wer ein bisschen mehr Ruhe haben will, ist hier gut aufgehoben. Es ist obere Klasse, ich gebe zu, es ist viel Geld für die Türkei. Aber wenn man sagt, ich bin ein Europäer, ich will europäische Standard, da habt ihr europäische Standard. Europäische Standard kostet europäisches Geld und das nicht wenig. Bis dann.